Schlafen. Heute möchte ich euch die drei wichtigsten Punkte zum Thema Schlafen mitgeben. Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Mr. T aus Karlsruhe. Warum dieses Thema? Weil wir ein Drittel unseres Lebens schlafen und weil uns persönlich oftmals gar nicht bewusst ist, wie wichtig ein gesunder, tiefer Schlaf ist. Denn ein gesunder, tiefer Schlaf, regelmäßiger Schlaf, am besten wissenschaftlich bewiesen, zwischen 7 und 8 Stunden, ist ein Garant dafür, dass man erstens mal was für seine Gesundheit tut, zweitens was für sein Gehirn tut und drittens was dafür tut für seine körperliche und geistige dauerhafte Leistungsfähigkeit. Und deswegen ist es dieses Thema besonders wichtig. Besonders wichtig auch bei mir in meinem Coaching für meine Coaches, denn wenn Menschen nicht ausgeschlafen sind, wenn Menschen nicht lange genug gut, gesund geruht haben, dann ist die Leistungsfähigkeit am nächsten Tag eingeschränkt. Je nachdem, wie schlecht der Schlaf war, je nachdem, wie kurz der Schlaf war, könnte es 20-30% ausmachen. Und wenn meine Coaches schlecht geschlafen haben und dadurch natürlich eben zu träge sind, regelmäßig ihren gesunden Sport zu machen, dazu leider darunter leiden, dass sie nicht die Lust haben, sich gesund zu ernähren, denn müde Menschen ernähren sich nicht gerne gesund, dann ist das natürlich auch immer wieder eine Herausforderung, diese Infos mitzugeben. Und ich habe heute diese Infos auf 3 Punkte beschränkt, auf die 3 einfachsten Punkte. Also einmal haben wir natürlich das Thema Schlafen und dann haben wir insgesamt diese 3 Punkte, die ich als am wichtigsten sehe und wo ich auch bei meinen Coaches feststelle, dass sie mit diesen 3 Punkten schon mal riesen Fortschritte machen, was das Thema gesunder und tiefer Schlaf anbetrifft. Und zwar der Punkt Nummer 1 ist, zu ähnlichen regelmäßigen Zeiten schlafen zu gehen. Also sozusagen diese regelmäßigen Schlafzeiten. Das regelmäßige Schlafzeiten, machen wir vorne groß, regelmäßige Schlafzeiten sind eine Grundvoraussetzung für dauerhaften gesunden Schlaf. Denn wer regelmäßig zu ähnlichen Zeiten ins Bett geht, der baut einen natürlichen Biorhythmus auf. Die Natur hat sich natürlich schon was dabei gedacht, wenn es draußen hell und dunkel wird. Denn wenn es dunkel wird, stellt sich unser Körper langsam auf Schlafen ein. Wir sind natürlich so, dass wir oftmals dann die Nacht zum Tag machen. Wenn es zwischendurch mal beruflich wichtig ist, dann kann das auch mal sein. Aber ganz oft passiert so, dass wir ja denken, okay, wenn wir jetzt schon ins Bett gehen, haben wir vom ganzen Tag nichts erlebt. Das Leben rauscht uns vorbei und wir haben nichts Spannendes erlebt. Also machen wir oftmals auch die Nacht zum Tag. Und genau das ist das Problem, dass wir dann unseren Geist aktivieren, abends gegen 21.30 Uhr, 22 Uhr, dann, wenn der Körper sagt, ja, jetzt solltest du mal ins Bett gehen, machen wir das Licht an und geben unserem Gehirn nochmal ordentlich Input in verschiedenen Weisen, vom Fernseher gucken, über Handy gucken, über am Rechner sitzen und so weiter. Das ist für den natürlichen Schlafrhythmus keine gute Idee. Deswegen ist es wichtig zu sagen, wann kann ich am besten im Bett? Ist bei jedem etwas unterschiedlich, aber ganz gut ist so, zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr, spätestens 23 Uhr ins Bett zu gehen. Natürlich hängt es davon ab, was für ein Berufsbild wir haben. Schichtarbeiter kann das nicht machen. Aber wenn wir ein normales Berufsbild haben, hat sich das bewiesen, dass das vom Schlafzyklus her hervorragend wirkt. Deswegen ganz wichtig als allererstes, diese regelmäßigen Schlafzeiten einzuhalten. Sich auch wirklich daran zu halten, an diese eigenen Regeln zu festen Zeiten schlafen zu gehen. Dafür ist wichtig, auch den Anker anders zu setzen. Denn wenn wir dann ins Bett liegen und sagen, um Himmels Willen, jetzt habe ich mein ganzes Leben, verpasse ich jetzt, weil ich jetzt schon im Bett liege, dann ist es wichtig, mal darüber nachzudenken, was tun wir denn eigentlich in diesen Stunden von 10 Uhr, 22 Uhr, 22.30 Uhr, 23 Uhr bis nachts um 1. Das sind ganz oft auch Dinge, die tatsächlich unserem Leben kein Erfolg bringen, kein Luxus bringen, sondern letztendlich sind es Dinge, die, auf die man auch gerne verzichten kann, und zwar aus folgendem Grund, weil man dann am nächsten Tag ausgeschlafen ist, ausgeruhter ist, mehr Leistung bringt und dann tagsüber durch das bis zu 30% mehr Leistung natürlich auch viel mehr Erfolg haben kann. Und Menschen, die ausgeschlafen sind,
sind in der Regel auch morgen schon glücklicher. Ja, ausgeruhter. Auch die Körpersprache spricht eine andere Sprache. Wenn ihr jetzt draußen seid, im Vertrieb, im Verkauf, und die Körpersprache ist noch müde, die Gesichtssprache ist noch müde, dann werden wir natürlich auch dadurch weniger Erfolg haben. Wenn wir weniger Erfolg haben, sind wir nicht ganz so glücklich, wir sind demotivierter. Und somit kann man natürlich auch mit regelmäßigen Bettzeiten, Schlafzeiten und dann im ausgeruhten Zustand aufzuwachen, natürlich viel mehr erreichen. Es kann monetär viel mehr sein, es kann aber auch im zwischenmenschlichen Bereich viel mehr sein. Warum? Wenn wir morgens noch müde sind und unser Partner sagt uns was, dann haben wir keine Lust zu reden. Wir sind vielleicht auch ein Stück unfreundlicher, wie wir sein könnten, und wir reden gar nichts und der Partner ist dann unsicher. Ja, wie geht's meinem Gegenüber? Habe ich was Falsches gesagt? Also hinter diesem Thema Schlafen und regelmäßig Schlafzeiten, da steckt ein Wahnsinnspotenzial. Bitte nicht vergessen. Also erster Punkt wäre regelmäßiges Schlafen. Der zweite Punkt ist natürlich, wobei da können wir auch fast schon Punkt 1 nehmen, das ist natürlich die Schlafumgebung. Schlafumgebung. So, wenn man ein Schlafzimmer hat, und das Schlafzimmer ist gleichzeitig ein Arbeitszimmer, das Schlafzimmer ist gleichzeitig eine Rumpelkammer, also alles unordentlich, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch ganz groß, dass man in so einem Zimmer nicht gesund schlafen kann. Überlegt mal, wir sind ein Drittel unseres Lebens im Schlafzimmer. Da muss die Schlafumgebung auch angenehm sein. Das heißt, es muss ein Zimmer sein, in das ich gern gehe, in das ich mich gerne zurückziehe, in aller Ruhe mich in dieses Zimmer begebe, und da ist auch ein Ruhebereich in diesem Zimmer. Da ist keine Unruhe in diesem Zimmer. Habe überall Unordnung, habe ich alles rumliegen, dann ist es eine Unruhe. Diese Unordnung gibt Unruhe. In einem unruhigen Zimmer mit viel Unordnung schläft es sich nicht gut. Deswegen ist es gut so, dass die Schlafumgebung passt, dass das Raumklima passt, dass wir in dem Raum natürlich auch angenehme Temperaturen haben, gute Luftzufuhr, dass wir schöne, angenehme Bettwäsche haben und natürlich auch klar ein gutes Bett, eine gute Matratze. Denn das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Wir liegen uns ja dahin, das ist ja wie unsere Schuhe. Wenn wir unbequeme Schuhe haben, dann laufen wir nicht gut. Wenn wir zu enge Kleider anhaben, dann fühlt sich das nicht gut an. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Matratze und fürs Bett. Das muss ein angenehmes Schlafklima sein, eine angenehme Schlafumgebung. Das ist der Punkt Nummer 2. Der Punkt Nummer 3, das ist die Schlafvorbereitung. Das ist für mich der Punkt Nummer 3. Schlafvorbereitung. Was ist das überhaupt? Das ist ein Schlafritual. Schaut mal, wir gehen oftmals abends einfach ins Bett. So, wir haben davor im Handy noch was nachgeguckt. Wir haben vielleicht E-Mails noch nachgelesen. Wir haben noch irgendwelche Facebook-Videos angeguckt. Wir haben YouTube-Videos angeguckt. Wir haben vielleicht auch noch einen krassen, spannenden Film angeguckt. Wir haben noch, ja, unseren Gehirnstoffwechsel aktiviert. Das heißt, unseren Gehirnstoffwechsel desorientiert. Das heißt, der Gehirnstoffwechsel möchte ja um diese Zeit, weil es draußen dunkel wird, schlafen gehen langsam. Also die Hormone im Gehirn werden verändert, die Augenseinfalllicht wird verändert, der ganze Körper passt sich auf Schlafen an. Und jetzt gehen wir zum Beispiel her und schauen uns noch spannende Sachen an. Wir gehen noch her und machen das Licht an. Wir gehen noch her und sitzen vom Rechner und haben Blaulicht an. Wir gehen noch her, wir gucken uns Nachrichten bei Facebook an, Mord und Totschlag, bei Videos, wo es um Mord und Totschlag geht, eine extremen Krimi oder auch ein brutal spannendes Buch, was aber unseren Gehirnstoffwechsel komplett anregt, wach zu bleiben. Ja, in dem Moment ist es natürlich schwierig, in den Schlaf zu kommen. Deswegen ist natürlich die Nummer 3, sind die sogenannten Schlafrituale. Und ein Schlafritual ist diese Vorbereitung auf die Bettzeit, zumindest 15 Minuten, bevor man ins Bett geht, sich auf Schlafen vorzubereiten. Durch eine schöne, gleichmäßige Atmung, durch eine angenehme Musik, durch Dinge, die mich beruhigen. Warum? Wenn wir am nächsten Tag, ups, da bimmelt schon. Da müssen wir gleich mal auf Stopp drücken. Wenn wir am nächsten Tag aufwachen und wir sind maximal erschöpft und sind müde, dann kann es unteran auch daran liegen, dass wir dieses Schlafritual nicht eingehalten haben, weil wir schlecht in den Schlaf gekommen sind und nicht tief genug geschlafen haben. Und genau deswegen auch hier ganz klar, Schlafritual
15 Minuten vorher gucken, kein Handy mehr, keine spannenden Krimis mehr, nichts mehr, was den Gehirnstoffwechsel anregt, ja, aktiv zu werden. Das war hoffentlich jetzt knapp und bündig. Und wenn ihr die Sachen einhaltet, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass ihr nach kurzer Zeit schon eine wesentlich bessere Schlafqualität aufweist. Und dann seid ihr natürlich auch viel leistungsfähiger. Und ihr investiert immer durch so eine Maßnahme in eure gesunde Zukunft, sodass ihr später auch mal euren Lebensluxus, den ihr euch jetzt erarbeitet, genießen könnt. Das war's von Andreas Rienbacher, Mr. T aus Karlsruhe.